Bei der Evangelischen Akademie Tutzing denke ich zunächst an einen wunderbaren Ort am Starnberger See, einen wunderbaren Park, ein Schloss. Aber einen wunderbaren Ort auch insoweit, dass in großer Freiheit und Offenheit diskutiert wird, dass man nicht unter den Zwängen der Knappheit ist wie im Internet, sondern dass man interessante Menschen trifft und in einer Kirche der Freiheit auch interessante Tagungen hat und dann mit einem fröhlichen Herzen wieder nach Hause geht.